So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit der Partie gegen den FC Schalke 04. Eine richtig, richtig geile Truppe, gegen die wir da also heute ran müssen. Aber eine Truppe, die bislang in dieser Saison absolut nicht überzeugen konnte. Schalke, ich glaube, mit 25 Spielen und 32 Punkten oder so auf Rang, so schaut's aus, Rang 13, Mensch, das habe ich noch gut im Kopf vom letzten Part. Wahnsinn. In dem Sinn, das ist heute nichtsdestotrotz, so dumm es vielleicht auch klingt, ich meine, auf der anderen Seite, guckt mal, es sind auch nur 7 Punkte Rückstand nach 25 Spielen zwischen so ein bisschen halb noch im Abstiegskampf hängen und um Champions League spielen. Das mal nur so nebenbei, haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Aber heute also mit der Partie gegen Schalke und nichtsdestotrotz, auch wenn die Schalke hinten stehen, wird das eine verdammt, verdammt brutale Geschichte. An der Stelle, bevor wir gleich reinstarten, ich denke, ihr hört es mittlerweile ein bisschen an der Audioqualität. Da wurde geschraubt, Freunde. Da wurde kräftig nochmal investiert. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon und zwar das Audio-Technica 2050, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil das ein bisschen gedauert hat, bis es geliefert wurde. Welches ich da genau habe, auf jeden Fall ein Audio-Technica mit Mischpult und so, sprich alles ein bisschen besser. Kann aber trotzdem sein oder wird so sein, dass die noch nicht perfekt eingestellt ist, weil der Raum ist nichtsdestotrotz immer noch ein bisschen hallig. Da kann das beste Mikro nichts gegen machen. Aber an sich sollte die Audioquali so ein bisschen noch besser sein, denke ich, wie in den letzten Parts. Hoffe ich zumindest mal. Und in dem Sinne, ja, hab ich richtig Bock. Ich habe da schon mal so ein bisschen alles eingerichtet, aber wie gesagt, noch ein bisschen genauer kann man das sicherlich einstellen und werde ich dann in den kommenden Tagen mir nochmal genauer anschauen. Aber jetzt hatte ich Bock, das gleich mal mit euch zu testen hier gegen den FC Schalke 04. Und ihr habt es im letzten Part geschrieben, es gibt zwei Dinge, über die ich kurz quatschen wollte. Erstens mal müssen wir Maxim mehr trainieren. Da habt ihr vollkommen recht. Maxim, den wir uns geholt haben, ein absolutes Talent, sollten wir da durchaus ein bisschen mehr mit ins Training einbinden. Und das werden wir auch tun. Das ist das Erste. Und das Zweite, also wenn wir mal wieder dürfen. Und das Zweite ist, ihr habt es mitbekommen, es gibt irgendwie momentan in meinen Videos, vor allem in der Karriere ist es aufgefallen, ab und zu mal so ganz, ganz kurze Sequenzen, wo zwei, drei Standbilder drin sind, wo einfach ein Blackscreen ist. Woran das genau liegt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das Problem ist aufgetreten, seitdem ich die neue Elgato habe. Da muss ich nochmal gucken, dass ich da irgendwie die komplett nochmal, was weiß ich, nochmal schnell neu reinbaue. Oder was weiß ich, muss da mal googeln, um was es da genau sich handelt. Aber ich habe es bemerkt. Ich werde mich drum kümmern. Sorry dafür. Sind zwar nur so ganz, ganz kleine Blackscreens, aber denke ich trotzdem ein bisschen nervig ab und zu. Von dem, wie gesagt, da werde ich mich drum kümmern. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Aufstellung. Wir werden heute wieder ein bisschen rotieren. Gegen Girondins Bordeaux habt ihr ja mitbekommen, leider Gottes mit 3:1 verloren. Eine ganz, ganz bittere Niederlage im letzten Part, die wir da hinnehmen mussten. Und ich bin gerade überlegen. Boah, wie spielen wir? Wie spielen wir, Jungs? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir spielen... Wow. Also das wird verdammt eng. Sollen wir mal so spielen? Das wäre jetzt mal ein richtiges Experiment schon fast. Vorne von mir aus... Platte, rechts Burgi. Also wenn wir so spielen, wäre es ein Experiment. Boah, ich weiß nicht. Die Sache ist natürlich die, ich speichere es mal eben schnell so ab. Wir müssen dann ein bisschen überlegen. Wie gesagt, Hinspiel in Frankreich 3:1 verloren gegen Bordeaux. Wir haben jetzt das Spiel gegen Schalke, gegen einen vermeintlich schlechteren aus der Fußball-Bundesliga. Dann kommt wieder Bordeaux, dann kommt Dortmund und dann hätten wir mal ein bisschen Pause. Dementsprechend durch die drei Spiele müssen wir uns noch kämpfen. Und ich glaube, gegen Schalke, boah, ich weiß nicht. Ist das zu krass rotiert? Ich würde fast sagen, ja. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie wir sonst ganz genau angehen sollten. Ich nehme auf jeden Fall mal Orban mit. Keins kriegt ein Päuschen. So, Schöpf kriegt von mir aus auch eine Pause mal. Die braucht er. Weil den brauchen wir ganz, ganz safe. Auf jeden Fall im Rückspiel gegen Bordeaux. Großer Hut. Wir hatten da eine... Wie schaut es denn da Ausdauer? 72, Groß. 64. Ich glaube, ich spiele mal mit Groß, Jungs. Ich glaube, ich spiele mal mit Groß. Ich traue es mich nicht ganz. Vorne Platte auf der Bank. Maxi, wir gucken mal, ob wir noch den einen oder anderen mitnehmen sollten. Aber ich denke, das taugt so ganz gut. Vielleicht noch Costa schonen. Eher Zulu nochmal mitnehmen. Und dann passt das, Jungs. Also heute eine etwas andere Aufstellung. Eine Aufstellung, die wir, glaube ich, so noch nicht hatten bisher. Aber wir müssen das jetzt einfach mal so ein bisschen auch riskieren. Und hoffen, dass es gut geht. Auswärts auf Schalke zu schonen, ist auch eine gute Variante. Aber wie gesagt, Schalke, eine Mannschaft, die bislang nicht wirklich überzeugen konnte in der aktuellen Saison. Wir dagegen schon ein bisschen mehr. Und von dem her sind wir einfach auch Favorit. So dumm das jetzt klingt. Aber wer die letzten zwei, drei Jahre hier verfolgt hat, mit Darmstadt, also in FIFA-technisch, FIFA-zeittechnisch gesehen, der weiß, dass wir eine super Entwicklung hingenommen haben. Und Schalke halt diesmal mit einer verdammt schlechten Saison scheinbar. Von dem her, wir wollen, wir müssen nicht, aber wir wollen auf jeden Fall Minimum einen Unentschieden holen. Wenn möglich natürlich alle drei Punkte, Freunde. Schalke gegen Darmstadt, Spieltag Nummer 26, glaube ich.
in der Fußball-Bundesliga. Die Zeit vergeht. Wir nähern uns schon wieder dem Saisonende. Das ist brutal. Schalke mit einer schönen Choreografie da in der Veltins Arena. Bin mal sehr gespannt. Wir gucken mal rein, ob die Schalke in irgendeiner Art und Weise nochmal vielleicht ein paar Neuzugänge haben. Wir auf jeden Fall auf Rang 4 können uns heute eventuell mit einem Sieg Platz 3 zurückerobern, sollte Hertha zeitgleich patzen. Das wäre natürlich ein Ding. Und Schalke, ja, kämpft da unten so ein bisschen um den Abstieg. Ich glaube, 4 Punkte waren es auf die Relegation. 5, 6 auf den direkten Abstieg. Und das ist, na, das geht nicht. Also Schalke in Liga 2. Wow, absoluter Wahnsinn, das glaube ich, da hat noch keiner dran denken wollen. Wir haben hier nochmal Hünteler, 20 Spiele, 3 Tore, auch nicht so in der absoluten Topform. Wellenreuter scheinbar im Kasten, Uchida Matip dürfte das sein. Die Schiedsrichter, tut mir leid, die kenne ich da nicht so genau. Aber das soweit erstmal die Schalker Besetzung da vorerst. Wir gucken rein, die ganze Elf. Fährmann ist es im Kasten, nicht Wellenreuter, Fährmann im Kasten. Golasinac, Nastasic, Matip, Uchida in der Verteidigung, Özyakup, Gai, Sané, Sam, Hünteler und Franco Di Santo. Hat der Kollege Breitenreiter da aufgestellt. Ich bin mal sehr gespannt. Doppelspitze bei Schalke. Also die wollen da auf jeden Fall gleich mal vorne drauf gehen und gleich mal vorne uns zeigen, was Sache ist. Bei uns, wie gesagt, ein relativ durchgewürfelter Haufen, den wir da heute aufs Spielfeld schicken. Das Ganze, wie gesagt, in der Veltins Arena, einer meiner Lieblingsstadien. In FIFA meine ich jetzt, in FIFA. Auch wenn immer viele gegen diesen Schatten was haben. Ich finde irgendwie das Stadion nice. Ich finde den Schatten auch cool. Also in Ultimate Team vor allem. Von dem her bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob es läuft. Schalke von links nach rechts in blau und Schalke, die Mannschaft, die muss, wir sind die Mannschaft, für die es eh gut läuft, sagen wir mal, die nicht muss, aber die möchte. Aber da gleich mal die erste Chance, Schalke mit Bremislav Tüton, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Hünteler, Tüton dann gut dazwischen, Burgstaller, gut gemacht, vielleicht mal gleich durchstecken, der Ball hätte eigentlich mehr in die Mitte gemusst, Hannover liegt zeitgleich gleich mal hinten gegen Borussia Mönchengladbach, Stindl mit dem Treffer. Soll uns aber vorerst nicht weiter interessieren. Schalke, die gut loslegen. Kommen über Sané. Wow, Flanke in die Mitte. Und dann rennen wir uns gegenseitig über den Haufen. Da ist Klotz. Schöner Ball. Ah, Platte war ein bisschen ungenau gespielt. Nochmal Groß. Schau mal ganz unten. Gutes Ding von Groß. Schön die Seite verlagert. Diaz. Ja, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist richtig gut. Vielleicht in die Mitte schieben. Rausch, das macht der Rausch. Da wollte ich den natürlich nicht so spielen. Klotz nochmal. Groß. Und dann ist Geist dazwischen. Wenn wir den noch durchgesteckt bekommen, dann können es für die Schalke aber sowas von verdammt eng werden. Und wir sehen das schon in den ersten Minuten. Die Schalke hoch. Auch wieder eine Mannschaft, die den Torwart sehr, sehr gerne mit einbindet. Und wo der Torwart auch sehr viel Spaß dabei hat, den Ball nicht rauszukloppen, sondern rauszuspielen. Jetzt erstmal die Schalke kommen über Golasinac. Golasinac, Matip. Hau weg, das Dingen. Meine Fresse. Riesenmöglichkeit. Da spielen die noch Hackespitze 1, 2, 3. Ja, das sieht nicht nach einem Absteiger aus. Wie Schalke da bislang in den ersten Minuten agiert. Allerdings machen wir das gerade auch richtig stark. Das ist kein Abseits. Das ist Guido Burgstaller. Guido Burgstaller. Kurzes Eck OP. Burgstaller. Und der Fährmann ist da. Und Burgi kriegt ihn nicht unter. Da kann man mal ein Tor machen, Herr Burgstaller. Da hat man endlich mal den Raum, den ein Burgi mittlerweile braucht, weil er, wie gesagt, nicht mehr der Schnellste ist. Und dann nutzt er den leider nicht, obwohl er sonst sehr, sehr treffsicher ist. Ja, das sind halt so die Dinger, die du machen musst, wenn du hier auch auf Schalke gewinnen willst. Irgendwann muss ein Tor fallen. Am besten wäre jetzt gleich da der Zeitpunkt perfekt gewesen. Jung wird. Schauen wir mal, ob wir den nach oben spielen können. Geiles Ding. Wieder ist es Burgstaller, der da rankommt. Der eine gute Partie bislang zeigt. Burgstaller. Burgi. Legt den nochmal ab. Der legt den ab. Der spielt den nach unten. Da ist Groß und dann ist Fährmann da. Und dann kriegen wir den Abpraller leider nicht. Also Chance Nummer 2 nach 22 Minuten. Boah, was macht Matip da? Was macht Matip? Franco Di Santo hat jetzt Platz. Patzer in der Hintermannschaft. Franco Di Santo, Argentinier, Di Santo. Erstmal gut zugestellt. Können wir uns soweit auch wieder stellen und die Abwehr erstmal nachkommen. Sydney Sam, da ist Geis, aber der geht dann noch ein Stück vorbei, Freunde. Also, knappe halbe Stunde vorbei. Ein recht rassiges, ein recht interessantes Spiel. Da hatten wir schon durchaus langweiligere. Wir mit zwei richtig guten Aktionen. Die Schalker waren auch schon vor unserem Tor aktiv, von dem her. Das ist eine schöne Partie. Jetzt vielleicht mal Rausch. Oh, das macht er gar nicht so schlecht. Stellt dann gut den Körper rein. Und dann muss er den Ball spielen, was ich auch eigentlich vorhabe, aber was irgendwie nicht klappt. Ah, oh, das war so überhaupt nicht gewollt. Uchida, zweimal der Gewinner in der Situation. Gegen Koka Rausch, Hünteler. Geist, Fehler von ihm. Jung wird abgelegt, hochgelegt, runtergespielt. Das ist stark. Da ist Klotz und dann ist er drin. 1-0, 31. Minute. Gladbach wollte ich schon sagen. Darmstadt natürlich. Legt ein Tänzchen hin und führt mit 1-0 beim FC Schalke 04. Das war wunderschön herausgespielt. Und ich glaube, das geht in Ordnung.
Dritte Top-Chance, die wir damit kreieren. Burgi mit der Vorlage und Klotz mit einem wunderschönen Abschluss. Der Youngster mit dem Tor. Mal schauen, das dürfte zweiter, dritter Treffer in der aktuellen Bundesliga-Saison für Noel Klotz, Freunde. Perfekt, perfekt, perfekt. Das war so ein bisschen mein geheimes Ziel. Ich habe es nicht sagen wollen, aber in Durchgang 1 in Führung zu gehen. Und das haben wir Stand jetzt zumindest schon mal geschafft. Eine Viertelstunde gilt es knapp noch zu überstehen. Und dann geht es erstmal in die Pause, einen Tee trinken, Freunde. Und ein bisschen entspannen. Da ist Klotz, der hat jetzt Bock auf mehr. Kommt da an Sané nicht vorbei. Am Schalker Top-Talent, ne? Nicht nur Schalker Top-Talente. Auch die Jungs in wunderschön Orange haben ein paar richtig gute Spieler, ein paar junge Kicker mit am Start. Schalke, bin ich jetzt mal gespannt, wie die agieren werden. Wie gesagt, wir machen das, finde ich, bislang echt richtig, richtig gut. Zeigen eine sehr solide und sehr souveräne Leistung. Ohne aber auch wirklich so Vollgas, also so ganz, ganz alles geben zu müssen. Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht so toll für Schalke, wenn Darmstadt nicht auf volle Tube drücken muss und trotzdem 1-0 führt. Aber das zeigt halt auch die aktuelle Tabellensituation der Schalker, die wie gesagt absolut miserabel bislang ist. Die da hinten irgendwo rumgurken. Und ja, der große, die großen Konkurrenten aus München und vor allem aus Dortmund stehen da ein Tickchen weiter oben. Gut von Klotz, stark gemacht, kein Foul. Groß, kriegt er den noch gespielt? Leider nicht. Jungs, 41 Minuten vorbei. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns darauf nicht ausruhen. Das ist jetzt hier so ein bisschen, na, wie so ein angeschlagener Boxer Schalke. Ohne zwar wirklich bislang aktiv und gefährlich zu werden seit dem Tor, aber eine Chance. Wir kennen alle FIFA, ich sag's so oft. Und alles ist über den Haufen geworfen. Leroy Sané. Sané über die linke Seite. Ah, gut gemacht von Burgi. Also Burgstaller gefällt mir gut. Burgstaller macht das echt sehr, sehr gut. Ist vorne sehr, sehr gefährlich. Trotz seiner, wie gesagt, nicht mehr vorhandenen Geschwindigkeit. Und was ist denn das für eine Flanke? Die kommt Gott sei Dank recht ungefährlich. Gut, aber gibt es nochmal die eine Chance. Groß. Da ist Platte, der natürlich verliehen ist. Auch das ist eine Geschichte wieder für sich. Gefühlt haben wir die an jedem Spieltag, dass wir irgendeinen Spieler, der mal beim anderen Verein gespielt hat, sozusagen heute auflaufen lassen. Aber okay, das ist nur Nebensache. Wir gehen rein 1-0. Die Führung soweit in oder auf Schalke. Gladbach gegen Hannover 1-1. Hertha liegt zu Hause zurück gegen Leverkusen mit 0-1. Und die Mainzer führen beim VfL Wolfsburg ebenfalls mit 1-0 soweit. Von dem her, das ist ein interessantes Spiel. Groß würde ich fast sagen, müssen wir mal rausnehmen. Ich gehe zwar ein bisschen Risiko. Ne, wir bringen da Jung. Ich gehe so ein bisschen Risiko, bring Jung, der relativ wenig Spielpraxis hat, der auch auf der Position nicht eigentlich, ne, vollends es kann. Eigentlich Innenverteidiger, der auch auf der 6 spielen kann. Von dem her, bisschen Risiko ist dabei, aber ich will Groß jetzt auch so ein Stück weit schonen. Für Bordeaux, egal ob der von Anfang an spielt oder nicht, damit wir zumindest da mehr Optionen haben. Das wäre mir verdammt nochmal wichtig, weil eins haben wir nicht. Und das ist das Spiel abgeschenkt und, ne, hergeschenkt. Das haben wir absolut noch nicht. Wir glauben dran, dass da noch was geht. Jetzt vielleicht die Chance. Das ist kein Abseits. Platte gegen seinen Ex-Verein. Platte! Fährmann ist da. Erste gute Chance in Durchgang 2. 4-5 Minuten waren gerade mal gespielt und dann gleich mal sowas. Da vorne sehe ich doch schon mal gleich, Jung. Da ist doch gleich mal Gideon, Jung. Und den gut ahnen sie aus, Netz. Setzt sich wunderbar durch gegen seinen etwas kleineren Gegenspieler. Kann man da mal so sagen. Hat er richtig gut gemacht. Klappt nur leider nicht ganz mit seinem Tor gegen die Kollegen. Noch ist er ja nur geliehen. Das muss man auch dazu sagen. Stand jetzt wird er nach Vertragsende wieder zurück nach Schalke kehren. Außer wir ziehen. Ich weiß gar nicht. Haben wir da nicht, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber diskutiert, ob wir da die Kaufoption mit haben. Und wenn ja, in welcher Höhe? Habe ich leider nicht im Kopf. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Der Ball auf Hünteler war da natürlich ganz und gar nicht geplant. Das sollte leicht anders klappen. Flanke in die Mitte, gut von Diaz. Schön aufgepasst. Jetzt ja nicht durch eigene kleine Unachtsamkeiten das Ganze aus der Hand geben. Das wäre wieder so typisch Darmstadt. Guter Ball. Kommt. Nein, nicht mehr jetzt. Nicht mehr jetzt, Burgi. Lass den. Abseitsposition da. Von dem her, Schiedsrichter lässt aber weiterlaufen. Sieht dann den Vorteil für Schalke. Und die machen es fast nochmal gefährlich. Geist, von dem man auch noch nicht allzu viel sieht. Uchida und die Schalker versuchen es da erstmal hinten ruhig rauszuspielen. Ob das aber so die richtige Variante ist gegen uns, gegen eine relativ gute Defensive, gegen auch eine einigermaßen gute Offensive, weiß ich nicht. Sané jetzt vielleicht über die linke Seite. Leroy Sané will da flanken bestimmt auf Hünteler. So schaut's aus. Und dann macht Diaz das aber mal abgewichst. Sorry für den Begriff. Wie ich es bislang selten gesehen habe. Gut von Platte. Schöner Ball nach oben, da ist Rausch. Ah, das ist zu einfach, so kommst du da nicht vorbei. Eine halbe Stunde vor Ende. Übrigens, kleine Info, kleine Randnotiz. Ich habe übrigens wieder Game Sound auf den Ohren, während ich auch aufnehme. Hatte ich ja vorher nicht. Habe ich immer nur Mucke gehört.
Jetzt wieder mit Game Sound. Vielleicht pusht das auch nochmal so ein bisschen mehr. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nastasic. Da ist Uchida. Also das tröpfelt so ein bisschen vor sich hin. Wir dürfen uns hier nicht einlullen lassen. Ich meine, wir führen. Das ist eine Taktik, die... Callejón bei Schalke. Krass. Das ist eine Taktik, die Schalke da fährt, die vielleicht so ein bisschen eher komisch ist bei dem Spielstand. Aber wir lassen halt auch gerade nichts zu machen, da die Räume sehr, sehr dicht, sehr, sehr eng. Und Schalke findet sich damit überhaupt gar nicht zurecht. Die kommen gar nicht mit klar, kommen kaum über die Mittellinie. Und das ist ein allergrößtes Lob für uns. 10 Minuten da rumgespielt und dann der Ballverlust. Was gibt Schöneres als in der Situation, in der wir uns da gerade befinden? Jungwirth, guter Ball nach oben. Da will ich eigentlich rausspielen, dann spielen wir aber lieber nochmal Jungwirth. Jungwirth, ein zweiter. Da ist Platte. Oh, und das dauert viel zu lang von Platte. Kaysara dazwischen, Freunde. Wir haben noch 20 Minuten. Wir gehen mal auf sehr defensiv. Hünteler, wir rennen am Ball vorbei. Aber wieder sind wir da. Gut von Matip. Stark gemacht. Wir gehen mal auf sehr defensiv, Jungs. Jetzt wird hier absolut nichts mehr riskiert. Wieder Platte. Schlechter Ball, den wir da spielen. Guys, oh, den wollte ich eigentlich grätschen. Wir gehen mal rein, Jungs. Wir gehen mal rein und wechseln. Come on. Was können wir tun? Orban, würde ich sagen, kriegt nochmal ein paar Spielminütchen. Und Platte, wen wechseln wir ein, Jungs? Was haben wir noch auf der Bank? Also ich glaube, ich gebe Maxi. Maxi vorne rein für Platte. Schauen wir den nochmal ein bisschen. Rauschburg, ja, mach mal. Mach mal, mach mal. Dann, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt fürs Rückspiel. Viertelstunde noch. José Callejón über die Seite. Passt mir auf den Hünteler in der Mitte auf. Aber natürlich auch auf José Callejón. Tüton, das war somit die erste ganz gefährliche Situation für Schalke in Durchgang 2. Also das sieht man mal, da kommt nicht viel von Königsblau. Das ist absolut zu wenig. Jetzt aber wieder Hünteler. Oh, nein, das ist Sané, das war Sané. Wie kann ich Sané mit Hünteler verwechseln? Ich weiß es nicht. Und dann lassen wir den ganz entspannt drauf. Es gibt eine Ecke? Da war noch jemand dran. Ich dachte, das ist ein Abstoß. Na, da wenn wir jetzt ein Tor kassieren, das wäre natürlich sonderlichst bitter. Das wäre extrem bitter, aber Tüton lässt sich da auf nichts ein, macht das ganz, ganz stark. Und wir kriegen die Möglichkeit jetzt, einen feinen Konter vielleicht zu fahren. Jungwirth, das ist verdammt riskant. Und das muss klappen, sonst hast du ein Problem. Aber wieder ist Tüton. Also Schalke ist einfach verdammt nochmal ungefährlich. Das ist krass, hätte ich so nicht erwartet. Da geht ja gar nichts. Ich meine, wir machen in der zweiten Halbzeit auch, das muss man auch mal dazu sagen, ein unfassbar schlechtes Spiel. Aber es reicht halt. Also viel nach vorne geht da nicht. Außer vielleicht so die ersten Minuten in Durchgang 2, die waren ganz gut. Aber sonst ist das im zweiten Durchgang nichts dramatisch Gutes, was wir da zeigen. Und Schalke kommt 0 gegen klar. Wahnsinn, Freunde. Bisschen müssen wir noch überstehen. 5 Minütchen auf Schalke und wir fahren einen Dreier ein. Den nächsten in der Fußball-Bundesliga nach dem 3-0 gegen Stuttgart. Vielleicht einen 1-0 gegen S04. Das wäre nicht schlecht. Aber noch, wie gesagt, müssen wir ein bisschen Daumen drücken und ein bisschen Gas geben. Da ist wieder Matip. Grätsche geht leider ins Leere. Ball ist nochmal so ein bisschen nicht erwischt worden, sondern eher der Mann. Und Uchida wieder in Ballbesitz. Nach hinten gelegt. Da ist Matip. Nach vorne. Da. Och du Scheiße. Nastasic. Flanke in die Mitte. Und dann ist Tüton da. Boah, das sah gefährlich aus. Gibt aber nochmal den Freistoß. War am Ende in der Abseitsposition. Und dementsprechend gelbe Karte nochmal oben drauf. Ich denke, das ist für einen in unserer Mitte. Nein, es war Maxi. Maxi mit dem Foul. Halb so wild. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Was macht ihr, Jungs? WTF. WTF, wenn dadurch jetzt ein Tor fällt, ne? Das wäre wieder so eine selten dumme Aktion, aber Maxi macht das gut. Maxi macht das stark. Und da ist nochmal Rausch, da ist nochmal Platte. Nee, nein, 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 nein. Schiri pfeift ab und er pfeift ab. Also es war ein sehr, sehr belämmerndes, beümmeltes, wie man es auch immer nennen will, keine Ahnung, Spiel im zweiten Durchgang. Meine Güte, Freunde. Also da ist nicht viel gegangen. Am Ende, wie gesagt, fahren wir... Also es ist doch nicht vorbei. Ich dachte, ich hätte den Schlusspfiff gehört. Jetzt pfeif ab, Schiri. Das wäre das Bitterste aller Zeiten. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist... Ja! Seht ihr, da denke ich schon, er hat abgepfiffen vor lauter Verschlafenheit wegen Schalke. Also, ne, alle Schalke-Fans, in FIFA zumindest, jetzt vor allem auch, das war mal gar nichts. Mein herzliches Beileid, kann man da was sagen. Holy shit, also 0-1 gegen Darmstadt, kann ja mal passieren, aber die Art und Weise, wie Schalke gespielt hat, das war ja unterirdisch. Also das war ja richtig schlecht. Tut mir leid. Von dem her, wir nehmen den 1-0-Sieg mit uns, soll es recht sein, uns soll es freuen. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, über das wir uns absolut freuen. Und auch ein sehr, sehr gutes... Franschitsch? Ja, da können wir doch nichts dafür, wenn du verletzt bist. Eine sehr, sehr gute Entwicklung, beziehungsweise ein gutes Ergebnis für das Rückspiel jetzt gegen Bordeaux, das dann im nächsten Video stattfindet. Ich bin am Überlegen, was machen, Jungs. Dausch, Wembacher, Klotz, Klotz, Orban. Ich glaube, ich nehme nochmal Klotzwart weg hier.
nehme nochmal Klotz was weg. Schau mal, hat Maxi... Ja, Maxi hat auch das Starkentwicklungsdingens. Gehen wir mal in Polen rein. Vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen abschlusstechnisch was. Genau, irgendwie so. Abschlussschusskraft, das machen wir. Das machen wir und dann simulieren wir das Ganze mal. Bin ich mal gespannt, was der Maxi da auf die Beine stellt. Macht er gleich ein... Au, keine gute Benotung. Dafür Klotz in allen Bereichen ein Upgrade. Stark, stark, stark. Klotz, den wir ja so ein bisschen zu einem kleinen Allrounder fertigen und formen wollen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, Europa League, das heißt, was ist das Erste, woran man die Europa League erkennt in FIFA? Das ist leckt. So schaut es nämlich aus. Rückspiel gegen Bordeaux, danach steht Dortmund an. Also zwei verdammt schwierige Spiele, vor allem, weil wir, wie gesagt, gegen Bordeaux einfach ein 2:0 brauchen. Nochmal zur Erinnerung, 3:0 das Hinspiel verloren. 3:1, sorry. 3:1 das Hinspiel in Bordeaux verloren. Das ist immerhin das Gute, dass es auswärts war. Heißt, wir haben ein Tor geschossen auswärts. Und dementsprechend würde uns ein 2:0 reichen. Aber auch das wird schon verdammt, verdammt hart, Freunde. Wir loben nochmal unsere Jungs nach dem Sieg gegen Schalke. Ist das, glaube ich, nochmal sehr, sehr viel Selbstvertrauen, das wir tanken. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das heute erstmal mit dem Part. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Dann mit der Partie gegen Bordeaux. Ich bin mega gespannt. Ich habe mega Bock. Und in dem Sinne, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich raus. Macht's gut. Haut da rein. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.